Mann, Mann, Mann. Jetzt sind wir auf dem Martinshof, um Ferien zu machen. Und er schüttet aus vollen Eimern. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Und sonderlich gut bewerten kann ich das hier nicht. Immerhin sind die Leute nett. Und voll krass, dass Bibi hexen kann. Ja, wenn wir das posten, dann sprengen wir unsere Like-Zahlen. Und mich wird voll interessieren, was die beiden von Instagram-Stars und YouTubern halten. Und wie sie selbst so mit Social Media Druck umgehen. Ja, voll. Seht selbst. Wir sind Bibi und Tina und wir unterhalten uns jetzt ein bisschen über Social Media, Influencer und wie es ist, berühmt zu sein. Genau, wir haben ja in der dritten Folge von Bibi und Tina zwei Influencer da. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja. Oh, so eine Scheiße! Ja, das ist auch wirklich scheiße. Du machst ein Foto! Wehe! Zum Beispiel, viele posten ja auch fashionmäßig oder so. Und da kann man sich ja auch voll viel abschauen oder viel schauen, woher hat sie das oder irgendwie so. Deswegen finde ich das auch cool. In der Richtung würde ich das auch machen. Weil mich das auch interessiert, so bei anderen zu schauen. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch, auch cool, so zu sehen einfach oder sich Ideen zu holen oder sich vielleicht einfach inspirieren zu lassen, so auch, was man anziehen könnte oder... Das finde ich auch cool. Also ich finde es auf jeden Fall super, wenn man eine Reichweite hat und die dafür nutzt, was Gutes zu vermitteln. Ich finde es extrem wichtig und es gibt und man hat einfach viele Möglichkeiten und zum Beispiel so Kooperationen irgendwie mit Umwelt oder so. Und das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass ich sowas mache. Kann man sich auf jeden Fall vorstellen, aber da muss man sich voll... Ja. Also muss man auch mutig sein. Ja, oder man muss sich halt genau überlegen, wie man das machen will. Was ich auch cool finde, dass die Leute wirklich sehen, wer du bist und dich nicht verstellst, sondern so auftretest, wie du bist. Also. Ja. Ich finde auch, es ist eigentlich extrem wichtig, dass man sich zeigt, wie man ist. Und dass man auch nur, dass man jetzt nicht irgendwie für Geld oder so für Sachen wirbt oder Sachen vertritt, für die man sich eigentlich nicht wirklich interessiert oder begeistert. Ich finde es wichtig, dabei man selbst zu sein und auch nur die Sachen irgendwie zu vertreten oder zu zeigen, hinter denen man auch steht und nur die Meinung zu vertreten, die man auch wirklich hat. Ja. Aber wie war es denn für dich, als du beim Pubertier das erste Mal erkannt wurdest? Es ist komisch, aber man freut sich auch drauf. Genau, aber das Wichtigste ist einfach, du selbst zu bleiben. Selbst zu sein. Du selbst zu bleiben und einfach das posten, was du willst. Und, ja, einfach offen sein und alles. Ja. Und ich glaube, wir kriegen das beide ganz gut hin. Und lass uns auf uns zukommen. Ja. Mal sehen. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Auf jeden Fall. Kuchen war lecker. Ja. Dankeschön. Oh mein Gott, das guckt voll psycho. Mhm. Hashtag lame. Mhm.